Skulpturen, Collagen, Gemälde. Willkommen in der Via della Fucina Nummer 16, eine Art Villa Kunterbunt im Turiner Stadtteil Porta Palazzo. Hier hat ein Künstlerkollektiv ein ziemlich herabgewirtschaftetes Wohnhaus in einen gemeinsamen Ort der Kunst verwandelt. Quasi ein bewohntes Museum, denn Mieter gibt es auch immer noch in dem Gebäude. Brice Cornelio, der Mann mit dem Affen auf der Schulter, ist der kreative Geist hinter dem Projekt. Ich habe allen Bewohnern und Wohnungseigentümern vorgeschlagen, die gemeinschaftlichen Bereiche des Gebäudes zu nutzen und sie jungen Künstlern zur Verfügung zu stellen. Wir laden sie ein, für eine kurze Zeit hier zu leben, das Gebäude in ein Museum zu verwandeln und für Besucher zu öffnen. Ich wohne erst seit etwas mehr als einem Jahr in diesem Gebäude. Als ich ankam, hatte der von Brice initiierte Erneuerungsprozess bereits begonnen. Eigentlich war das einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, hierher zu ziehen. Wenn ich meine Wohnungstür öffne oder die Treppe hinuntergehe, treffe ich auf Kunst. Wenn die Menschen nicht in Museen und Kunstgalerien gehen können, um Kunst zu genießen, warum nicht Kunst zu ihnen bringen, und zwar buchstäblich vor die Haustür? Einige Künstler, die in diesem Wohnhaus leben, hielten das für eine gute Idee, eine Möglichkeit, Freude dorthin zu bringen, wo die Menschen wohnen, und ihr Leben während der Pandemie erträglicher zu machen. Make their lives during the pandemic more bearable. Nach einer Ausschreibung erhielt das Kollektiv namens Kaninchenhaus Bewerbungen von gut 400 Künstlerinnen aus aller Welt. Einige davon wurden ausgewählt und im vergangenen November die Ausstellung Nette Nachbarn eingeweiht. In einer sehr schwierigen Zeit, in der wir alle in unseren Häusern eingeschlossen sind, wollten wir mit der Nette Nachbarn-Ausstellung einen Ort der Freundlichkeit und Schönheit und damit der Kunst erschaffen. Während in Italien Museen derzeit nur online ihre Kunstschätze teilen, kann das Turiner Wohnhaus während der Pandemie besucht werden und vielleicht Anregung bieten für ähnliche Projekte in Italien oder anderswo in Europa.